Ihr seid am Ende eures Schülerfirmenprojekts und wollt den Verein auflösen? Die dafür notwendigen Schritte zeigen wir euch in diesem Video. Einen ausführlichen Überblick über alle Aufgaben und Fristen findet ihr in der Checkliste zur Auflösung im Junior-Portal sowie im Junior-Navigator. Legt zunächst einen Auflösungstermin fest. Das ist der Tag, an dem ihr alle Aufgaben in der Checkliste abgearbeitet habt und der Verein endgültig aufgelöst sein soll. In der Regel liegt dieser Termin 2 bis 3 Wochen vor den Sommerferien. Dann terminiert ihr die Mitgliederversammlung. Hier beschließt ihr die Auflösung eures Unternehmens. Schaut mit allen Mitarbeitenden auf die Schülerfirma zurück. Was habt ihr gelernt? Wie haben sich eure Finanzen entwickelt? Beginnt dafür frühzeitig mit der Planung. Währenddessen kümmert ihr euch um den Verkauf eurer letzten Produkte, die Kündigung aller Verträge sowie um den Abschluss aller Buchführungen. Danach macht ihr einen Kassensturz. Wie viel Kapital ist noch übrig? Diesen Restbetrag überweist ihr an den in der Satzung festgelegten Zweck. Informiert das zuständige Finanzamt über die erfolgte Vereinsauflösung und fertigt die letzten Steuererklärungen an, sofern dies erforderlich ist. Ihr habt noch Fragen? Dann ruft uns gerne an oder schreibt eine Mail.